bounds. Und damit herzlich willkommen zu einem Photoshop-Tutorial. Und heute wollte ich einfach mal zeigen, wie man ein Thumbnail erstellen kann. Also, ja klar, vereinfacht gesagt, macht man einfach ein Bild. Aber ich meine halt Thumbnails wie zum Beispiel dieses hier für Snipe oder ich habe halt ein paar Thumbnails für Snipe gemacht. Habe ich hier auch nochmal was in Ender Games. Ja, dann hier noch Quick Survival Games und Survival Games. Habe ich eben Snipe alles gemacht. Also erstmal, ihr braucht Photoshop dazu. In diesem Video halt zeige ich es nur mit Photoshop. Ich arbeite halt auch wirklich mit Photoshop. Mit GIMP oder sowas kenne ich mich nicht aus, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber wir fangen einfach mal an. Also ihr geht auf Datei und Neu. Dann macht ihr ein Bild, was ihr dann zum Beispiel Thumbnail nennt. Ihr könnt aber auch gar keinen Namen da das unbenannt lassen. Und dann nimmt ihr einfach 1920 mal 1080 Pixel. Die Auflösung sollte eigentlich standardmäßig schon so sein, ansonsten einfach auf 72 setzen und der andere ist eigentlich immer so standardmäßig. Und dann haben wir halt so eine transparente Fläche. Hier kann man mit Steuerung Alt Mausrad rein und rauszoomen. Also dieses Tutorial ist wirklich eher für Anfänger gedacht, also jetzt nicht für die Photoshop Pros und ja, egal. Dann zieht ihr euch das Minecraft-Logo rein. Ich habe es mir runtergeladen und direkt auf die Maßen zugeschnitten. Ich brauche nur noch Enter zu drücken. Ansonsten geht ihr einfach auf Google und gibt da dann Minecraft, Minecraft Logo ein. Legt dann auf Bilder und ich habe dann dieses Bild genommen. Nimmt dann Minecraft Grafik kopieren, Steuerung V. Und dann zieht ihr es kurz ein bisschen größer. Noch nicht so groß, wie es am Ende sein soll. Und dann nehmt ihr, drückt einfach W. Und habt dann halt diesen Zauberstab hier. Und dann kommt ihr hier halt, dann drückt ihr Linksklick, Shift-Linksklick und halt, überall da, wo, ihr das Weiße weghaben wollt. Und wenn ihr dann alles ausgewählt habt, einfach Entfernen drücken, also Env. Und jetzt habt ihr das Minecraft-Logo halt, das könnt ihr dann so groß ziehen, wie ihr wollt. Ich habe es halt immer so ein bisschen größer. Und nach hier oben ziehen. Und, dann, also wenn ihr Photoshop CC 2014 habt, dann kommt hier so ein pinker Streifen halt. Und dann habt ihr das genau in der Mitte. Ich habe jetzt aber dann schon ein anderes Mal das Logo und deswegen brauche ich es nicht zweimal. So, und jetzt könnt ihr halt einen Text hier hinschreiben. Ich empfehle euch die Schriftart Tunisch. Ich schreibe euch einfach mal den Link zu der Schriftart unten in die Beschreibung. Und wir machen jetzt einfach mal ein Survival Games Dings. Und dann drückt ihr einfach auf das Häkchen hier oben, wenn ihr den Text eingegeben habt. Drückt Steuerung T und zieht das mit Shift gedrückt und Linksklick halt nach oben, also größer und auch das dann in die Mitte. Dann macht ihr das so, wie ihr es haben wollt und drückt dann einfach Enter. Habt ihr ja gerade auch gehört, denke ich mal. Und dann macht einfach Doppelklick auf diese Ebene. Und dann empfehle ich euch mal, zeige ich euch mal meine Einstellungen und erkläre euch, was das andere noch macht. Also ich nehme immer Kontur und Verlaufüberlagerung. Die Kontur mache ich eigentlich immer so auf 5 Pixel. Ist halt etwas fetter. Man kann es auch auf 3 machen. Hängt davon ab, wie groß das Bild ist. Aber mir gefällt eigentlich ganz geil mit, ganz gut mit dieser Kontur. Dann geht ihr auf Verlaufsüberlagerung. Und ich nehme da halt zum Beispiel für Survival Games nämlich meistens diesen gelben. Die habe ich mir alle selbst gemacht, diese Verläufe. Müsst ihr halt ein bisschen rumprobieren, wie es euch gefällt. Ich nehme einfach hier so ein dunkleres Gelb und da ein helleres Gelb. Und dann sieht das schon ganz geil aus. Und ja. Jo. Jetzt zeige ich euch mal, was das andere noch macht.
Als erstmal abgeflachte Kante und Relief. Das macht halt, dass es so ein bisschen den Eindruck macht, dass es so ein bisschen 3D ist, indem es einfach abgerundet ist in den Ecken. Hier kann man auch noch andere, zum Beispiel hart meißeln oder so, dann halt weich meißeln. Sieht halt ein bisschen anders aus. Mir gefällt dieser Effekt nicht so sehr. Aber hier kann man auch einige andere Sachen machen. Das ist dann aber eher was Komplizierteres, weil ich in diesem Anfänger-Tutorial nicht machen möchte. Ja, die Kontur macht einfach, dass dieses Abgerundete nochmal eine extra kleine Kontur hat. Finde ich aber nicht so geil. Dann die Struktur macht dann, dass man in diesem, ja, dass man sozusagen ein Material hat. Hier kann man ja mal reingehen. Also hier kann man Muster festlegen. Ja, finde ich aber eigentlich nicht sehr schön. Deswegen lassen wir das auch mal raus. Dann Schatten nach innen macht, dass es so aussieht, als würde das in das Bild reingehen. Es wirft einfach auf den Text halt so einen Schatten nochmal extra. Hier kann man halt die Farbe verändern. Wenn man das jetzt zum Beispiel rot macht, dann ist dieses halt rot und nicht mehr schwarz. Dann kann man die Deckkraft noch verändern. Ich denke, man sieht den Unterschied. Also halt, desto höher die Deckkraft, desto tiefer scheint es auszusehen. Dann halt die Größe. Deckkraft sollte vielleicht schon an sein. Die Größe ist halt, wie groß dieser Schatten ist. Aber ich empfehle es euch, auf dem Standardwert zu lassen. Ansonsten sieht es einfach nur kacke aus. Den Schein nach innen. Sieht man jetzt gerade schlecht, weil es weiß ist. Ich mache es einfach mal schwarz. Und mal die Sehkraft höher. Okay, man sieht es gerade nicht irgendwie. Ja, da sieht man es, glaube ich. Es ist einfach so schwarzer Schein nach innen. Also sollte klar sein. Der Glanz macht es so ein bisschen glänzend. Man kann hier auch rot machen. Dann glänzt so ein bisschen rot. Weiß macht keinen Unterschied. Ja. Und hier, desto höher die Deckkraft, desto dunkler wird der Text. Ich finde es aber nicht sehr schön, deswegen lasse ich es eigentlich auch immer raus. Die Farbüberlagerung ist halt das gleiche wie die Verlaufsüberlagerung, nur dass es eine einzelne Farbe ist, also ja. Dann die Musterüberlagerung ist auch so ähnlich wie die Farb- und Verlaufsüberlagerung, nur dass sie mit einem Muster ist, also macht halt ein Muster da rein. So, ich frage mich auch, ach so, weil Verlaufsüberlagerung darüber ist. Jetzt sieht man, glaube ich, was da ist, ne? Man sieht einfach so, ne? Hier Punkte, alles, ne? Das ist eben die Musterüberlagerung. Der Schein nach außen, dafür mache ich kurz mal die Kontur aus. Das bringt einfach, wir machen es einfach mal auf schwarz, damit man es gut sieht. Ihr habt schon einen kleinen Unterschied jetzt gemerkt. Man sieht einfach einen Schein nach außen. Ich mache einfach die Deckkraft nach oben und noch die Größe. Und hier sieht man es ganz gut. Es macht einfach einen Schein um den Text herum. Finde ich eigentlich ganz geil als, ja. Dings. Und jetzt noch den Schlagschatten als erstes. Ihr habt gesehen, da ändert sich was. Es macht einfach einen Schatten. Hinter dem Text kann man auch den Abstand machen. Jetzt sieht es halt richtig weit entfernt aus. So, ne? Denkt man, hat es jetzt gesehen. Und ja, das waren jetzt die ganzen Sachen, die ich hier so hatte. Bei dieser Sache. Ja, bei dieser Sache. Und dann ist es ganz geil. Also beim Snipe habe ich einfach bei Google Minecraft Screenshot Pack Shader. Ansonsten, dann habe ich halt das hier runtergeladen. Den Link dazu stelle ich auch unten in die Beschreibung. Hier einfach auf Download klicken und so weiter. Möchte ich aber nicht nochmal machen, weil ich es jetzt schon hier habe. Und wir nehmen jetzt einfach mal. Ich habe hier noch ein paar mehr Screens. Ich habe mehrere Screenpacks gemischt. Wir nehmen nämlich jetzt einfach mal diesen Screen. Moment. Wir nehmen diesen Screen hier. Und den ziehen wir da rein. Also wirklich dann einfach.
wir loslassen in dem Feld drin. Und dann ziehen wir den mit gedrückter Shift-Taste so groß, dass er halt so ein bisschen kurz über den Rand hinaus geht. Nicht ganz viel, aber man sieht ja ungefähr, was ich meine. Dann drücken wir Enter und wir haben den Text jetzt, also das Bild jetzt. Und dieses Bild ziehen wir halt jetzt unter die anderen Ebenen. Dann haben wir jetzt den Text hier oben wieder. Und jetzt drücken wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und geben einen Wert ungefähr 10 ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel übertreiben und 50 machen, geht auch, aber in diesem Falle sieht es nicht so gut aus. Es gibt manche Fälle, da sieht es geil aus, aber beim Thumbnail lieber nicht. Und jetzt haben wir halt so einen geblurrten Hintergrund und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich erstmal der erste Teil für die Anfänger, also wirklich die ersten Anfänger und so weiter. Also das ist wirklich das Einfachste, was man machen kann. Beim Snipe sieht so aus. Der hat hier noch diesen Screen, den Skin. Das sehen wir aber in der nächsten Folge, wo es dann halt ein bisschen ins Amateurhafte reingeht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.